Schmuggelverdacht. Tabakdrehscheibe Schweiz. Die brisanten Geschäfte von Zrezko Kästner. Harte Vorwürfe an die Tabakindustrie und an den höchsten Schweizer. Geldwäsche. Die reorganisierte Bundespolizei tut sich schwer mit der Geldwäscherei. Fragen an die Justizministerin. Wolfstod. 40 Schrotkugeln trafen den Wolf von Reckingen. Neues zum Walliser Wolfsdrama. Die Rundschau. Es ist eine mysteriöse Geschichte. Vor 2 Jahren wurde im Walliser Dorf Reckingen ein Toter von Schrotkugeln durchsiebter Wolf gefunden. Der Wolf ist geschützt, sein Abschuss illegal. Wer hat geschossen? Waren es 2 Männer, in deren Auto man angeblich Spuren von Wolfsblut fand? Lange war das die gängige Meinung. Doch jetzt kommt ein überraschendes Geständnis. Roland Huber über neue Spuren im Fall des toten Wolfs. Die Angst geht um. Die Angst vor dem Wolf. Im Wallis ist das einst ausgerottete Tier zurück. Angst unter den Schafen, Angst bei den Schafzüchtern. Seit vor 2 Jahren der Wolf von Reckingen erschossen wurde, ist das Raubtier als geschütztes Tier Thema Nummer 1 im Goms. Wir suchen Wolfsbefürworter. Er müsste nicht heraufkommen. Warum nicht? Er müsste nicht zu uns kommen. Wegen? Wir haben einen Haufen Füchse. Und die erfüllen die Pflicht, die der Wolf machen soll. Der, der Wolf umgelegt hat. Dem sollte man etwas zahlen. Und von einem Staat und von einem Schweizer. Doch eine Frage bewegt seit 2 Jahren das ganze Tal. Wer hat den Wolf von Reckingen geschossen? Wenn der Wolf kommt, solange ich lebe, und ich bin Jäger und das kann mir niemand verbieten. Solange ich lebe und weiß, wo ein Wolf ist, werde ich dort zu jeder Zeit bejagen. Und ich bin immer gegen den Wolf und nicht nur ich. Das ist die grosste Stille. Nur die sind dafür, die nichts tun wollen, die mit der Landschaft nichts zu machen haben. Das sind Befürworter und die tun anderen Schaden. Wenn die Krieg wollen, sollst du es nur sagen, wir werden mit denen schon kriegen. Im Wallis gehen die Emotionen hoch. Schafzüchter und viele Jäger auf der einen Seite, Tierschützer und andere Jäger auf der anderen Seite. Schafzüchter Hermann Kreuzer ist auch Jäger. Heute Abend will er auf den Fuchs passen. Aber sicher, das ist immer das Wichtigste, sicher. Machen wir das Gewehr wieder durch. Ich habe schon in der Nacht 3 Füchse geschossen und 2 Marder. Das war das beste Resultat, das ich geschossen habe. Und wie viele Wölfe? Wölfe habe ich keinen geschossen. Leider Gott ist mir noch nie keiner gekommen. Sonst hätte ich vermutlich auch geschossen. Und so eine ganze Nacht da reinhocken, ist nicht langweilig? Das wird schon etwas langweilig, aber ich habe den Brief der Rosenkranz gesehen. Ja, ich auf der Jagd habe ich am meisten Zeit zu betten. Auf der Hochjagd und hier tue ich manchmal bis zu 2 Stunden betten. Auch für die Wölfe schiessen? Für die sollten wir speziell betten, das ist nicht verwitschen. Der tote Wolf von Reckingen in den Schlagzeilen. Am Stammtisch wehrt man sich. Man muss zuerst wissen, ob der Wolf eigentlich hier war oder nicht. Und da sollte ich eben nachgehen. Das sollte ich nachgehen. Ob der Wolf im Gumpf war oder ob es nicht entsprungen. Tiefgefroren wird der tote Wolf im Berner Tierspital untersucht. Die Vermutung, dass Wölfe aus Italien über die Berge ins Wallis einwandern, erhärtet sich. Die Fellzeichnung und die Proportionen deuten darauf hin, dass es sich um einen italienischen Wolf handelt, also ein Wolf, der von den Apenninen stammt. Gefunden wurde der mit 40 Schrotkugeln geschossene Wolf am 25. November 1998 um 16.30 Uhr hier in Reckingen bei der Tierkadaversammelstelle. Okay, ja. Was bin ich genau hier? Hä? Ziemlich genau hier. Da ja. Haben Sie was gefunden? Da? Da habe ich eben den angeblichen Wolf gefunden. Am Abend. Und von da ist er eingegangen. Ja. Und darauf ist ja da mit dem Wildhüter und das Kontakt aufgenommen worden. Diese 2 Jäger sollen laut Behörde die Wolfsschützen sein. Blutspuren in ihrem Auto sollen vom toten Wolf herrühren. Das Blut ist hier. Eine Rückenlehne, die hier dran war.
Und da bin ich mit zwei Polizisten hier gewesen, und die haben da diskutiert und die diskutiert, bis ich langsam bin nervöser gekommen, habe das abgeschreckt und dann zwei Polizisten die Hand gedrückt. Obwohl das ich nachher gesehen, es ist dir die Untersuchung, habe ich darauf bestanden, dass sie das jetzt mitnehmen. Aber was ist denn das überhaupt für Blut gewesen? Sie sagen, dass sie vom Wolf blüterig waren. Und Sie? Und ich sage, ich bin immer mit dem Fuchs, mit solchen Geschirren, Zeug holen, also Kutteln und Gedärme und solches. Und das ist mir da schon manchmal ausgekippt. Die kantonale Untersuchungsbehörde sagt, eine DNA-Analyse vom Blut aus dem Auto sei identisch mit dem toten Wolf von Reckingen. Und da wäre jetzt der Punkt eingezeichnet. Da und da. Da und da. Da soll von dem Wolf blutig liegen. In diesen zwei Punkten, sonst nie. Und das ist, da sind sie verhaftet wegen dem Wolf, dass wir anscheinend den Wolf geschossen haben. Aber ihr beide habt keinen Wolf geschossen? Also wir haben beide mit dem Wolf nichts zu tun. Wir haben denen weder gesehen noch transportiert, weder geschossen, nichts. Auch sie nicht? Nein, gar nichts. Aber wie ist denn das möglich, dass da Spuren vom Wolf, Blut vom Wolf da drin kommt? Also keine Ahnung, ich kann mir das nicht erklären, wie das passiert ist. Ich weiß es also nicht, was. Christoph im Winkelried hat mit seinem Schwiegervater Marinus Müller zusammen in Reckingen ein Sanitärgeschäft. Seit die beiden in die Mühle der Justiz geraten sind, sei ihr Betrieb nahezu ruiniert worden, sagen sie. Ein bisschen eigenartig scheint schon, dass Blut vom Wolf auftaucht auf einer Platte von einem Auto, wo Leute gehört, die nichts mit dem zu tun haben. Also da ist schon irgendein Durcheinander passiert. Das ist eine Würdigung, die ihr habt. Oder es gibt natürlich verschiedene Varianten oder Theorien, wie das Blut in die Rücklehne von dem Auto gelangt ist. Oder das gibt x Möglichkeiten. Und wir können ja im Stadium von der Untersuchung keine ausschließen, oder? Und warum haben Sie denn, verlangen Sie, dass man weitere Leute einvernehmen? Ja, wenn man zum Ergebnis kommt, dass das jetzt aufgrund von der zusätzlichen Analyse, dass das effektiv das Blut ist von dem Wolf, von Reckingen, der da erlegt worden ist, dann müsste man vielleicht nebst den beiden vielleicht noch andere noch befragen, oder? Jetzt hat der Verdächtigte Christoph im Winkelried eine neue Chance. Der vermutete Wolfsmörder, der er nicht sein will, sucht bei Helmut Kirchler Hilfe. Jäger im Winkelried bringt Tierpräparator Kirchler einen frisch geschossenen Marder. Doch das bedrückende Thema bleibt der Wolf. Er ist einfach etwas ganz falsch gelaufen, das will mir niemand etwas sagen. Ja, richtig. Du musst Druck machen. Ja, nur, wie soll man am besten den Druck machen? Wenn man anspricht, niemand tut dir ja etwas glauben. Ja, das glaube ich dir schon, aber verstehst du, ich bin nicht Anwalt. Aber dass man so über den Anwalt geht, du musst eine Strafklage machen gegen den Staat Wallis, die dich haben angeklagt. Knallhart, ohne Wenn und Aber, Strafklage machen. Und dann sind sie im Sachzwang, dann müssen sie weitere Untersuchungen machen, dann müssen sie die endgültige DNA-Analyse auf den Tisch bringen. Ist das der Wolf von Reckingen oder ist nicht der Wolf? Helmut Kirchler bittet die Rundschau ein paar Tage später ins Museum, dorthin, wo der getötete Wolf ausgestellt ist. Und da ist er, der Wolf von Reckingen, ausgestopft im Museum von Sion. Zusammen mit anderen Wölfen, die im Kanton getötet wurden, geschützte Tiere. Die Bestie vom Wallis 1947, der Wolf vom Simplon 1999 und der mit 40 Schrotkugeln erschossene Wolf von Reckingen 1998. Kirchler bringt einen Zeugen mit einer ganz neuen Version. Ja, warum sind wir hierher gegangen? Ich habe mitgebracht der Schwick Helmar, ein lieber Kollege aus dem Goms. Und wir sind hier seit dem Museum, weil wir hier schön die Walliser Wölfe sehen. Und er kann uns etwas Bestimmtes über den Wolf erzählen, nämlich? Ich kann nur sagen, es ist nicht alles rumgelaufen, was die Kantonalabteilung und die Justiz hat gemacht. Wir haben probiert, Leute zu verurteilen, was die Wahrheit über den Wolf nicht kennen. Und ich kenne die Wahrheit über den Wolf, die hast Reckingen gefunden, und ich werde dem Staatsanwalt mitteilen. Wie ist der Wolf wirklich zu Tode gekommen? Ich weiss, dass der Wolf irrtümlich erlegt worden ist, beim Fuchspassen, wie es alle Spezialisten schon haben vor uns gesehen. Ich weiss aber auch, dass der Schütze nicht gewusst, dass es ein Wolf ist.
dass der Schütze das Gefühl und die Meinung und die Sicherheit hatte, er hätte wilder da Hund erschossen. Nein, das war jetzt nicht selber. Ich habe jetzt die letzten zwei Jahre einen guten Kollegen von mir entdeckt. Ich habe ihm einen Tampf versprochen. Ich schweige, wenn es dreifach kommt, wir schauen, was wir machen. Inzwischen sind widrigste Umstände getreten, dass ich musste sagen, ich muss weiter schweigen. Ich hätte gerne Leute entlastet, ich hätte gerne Unwahrheiten aufgedeckt. Was war der Grund, dass Sie diesen Freund entdeckt haben? Weil es ein Freund war. Weil er Probleme nicht hatte, anderweitige Probleme. Und das Problem, was ich, wie gesagt, nur ganz drastisch hinter uns gewirkt. Das war der Grund. Elmar Schwick und der angebliche Wolfsschütze haben zusammen bei der Bahn gearbeitet. Ein halbes Jahr nach dem fatalen Wolfstod habe der Schütze Selbstmord gemacht. Persönliche und Jagdprobleme hätten ihn zur Verzweiflungstat gebracht. Und das ist der Tatort. Unweit vom Bahnhof Oberwald wurde am 23. November 1998 um 2 Uhr in der Früh der Wolf erschossen. Das ist meine Fuchselotze, die ich selber gemacht habe. Und ist vor 2 Jahren, wenn die Wolfsgeschichte angefangen hat, hier oben bei diesem Brickel gestanden. Und mein Kollege hat da von da oben den Hund geschossen. Und der hat mir erklärt, der sei von der Seite zu diesen Steuern im Bach noch rausgekommen. Also der Hund, der ein Wolf schlussendlich war, ja. Das war so. Und wo Ihren Kollegen der geschossen hat, sind Sie nachher da zu ihm gekommen? Ja. Haben das tote Tier gesehen und was ist dann gelaufen? Dann haben wir zusammen gesagt, es ist das eigentlich passiert. Der Kollege hat sonst schon Probleme gehabt. Und ich habe gesagt, ich nehme es, ich tue dich. Er hat das zusammen durchstehen und hat er eingeladen. Und er ist mit dem verreist. Ob diese Version stimmt, ist offen. Tatsache ist, dass Schwick an die Öffentlichkeit kommt, weil er Unschuldige entlasten will. Darf man von dem ausgehen, dass, sofern es eine fahrlässige Angelegenheit ist, dass dem Täter nichts mehr passiert? Nein, das ist effektiv verjährt. Ja. Dem kann nichts mehr passieren. Nein. Und diese beiden wissen, dass es jetzt eine neue Version gibt. Wir wollen einfach eine totale Rehabilitation von uns, dass wir sauber dastehen. Das Geschäft hat darunter gelitten, die Familie hat darunter gelitten. Die Leute sollen einfach wissen, dass es ihm falsch und Unrecht hingetan, dass wir nicht einfach für andere dastehen, wo wir wirklich nichts gemacht haben. Wir sind nicht schuld gewesen und da gibt es einfach kein Pardon. Fachleute.